Die Kölner Silvesternacht 2015. Über 1200 Anzeigen gab es damals wegen sexueller Übergriffe auf Frauen. Diese Nacht zog außerdem eine hitzige Debatte über männliche Migranten nach sich und der Frage, hat die Herkunft der Tatverdächtigen wie Algerien, Marokko oder dem Irak mit der Tat zu tun? Zunächst hatten die Einsatzkräfte von einer ruhigen Nacht gesprochen. Es gab Gerüchte über einen Maulkorb für die Beamten, Vorfälle mit Flüchtlingen nicht speziell zu erwähnen. Das Bild der Polizeikräfte ist jetzt auch ein Grund für CDU-Innenminister Cafier, bei der Innenministerkonferenz in Lübeck die Diskussion um die Nationalität der Täter neu anzustoßen. Der Polizei wird vorgehalten, sie wolle bestimmte Meldungen verschleiern oder nicht bekannt geben. Deshalb glaube ich, wenn wir Transparenz verlangen, gehört das dazu. In seinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wird es so gemacht. Seine Kollegen lösen es zum Teil anders. In Berlin wird die Täterherkunft dann erwähnt, wenn es für die Tat relevant ist, wie es heißt. Auch Thüringen wägt im Einzelfall ab. Nordrhein-Westfalen plant die Nennung, Hamburg macht es bereits so. Niedersachsen dagegen nennt die Herkunft nicht. Deren Innenminister Pistorius sagt, die Nationalität zu nennen oder nicht zu nennen, ist genauso wichtig oder unwichtig wie die Haarfarbe, Größe oder die Augenfarbe. Diesem Argument folgt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Es helfe nicht und werfe neue Fragen auf, zum Beispiel nach Religion oder Glaubenszugehörigkeit. Übrigens war die Idee ja eine, die entstanden ist, weil man meint, dadurch denjenigen, die Scharfmacher sind und Hetze betreiben, das Handwerk zu legen, die werden trotzdem das Handwerk legen. Wir werden immer Menschen unterschiedlicher Nationalität als Straftäter haben. Es ist fraglich, ob sich die Innenminister in Lübeck schnell auf eine Lösung einigen, zumal bei dem dreitägigen Treffen auch Themen wie Rechtsextremismus oder Fußball-Fangewalt eine große Rolle spielen.